Heute erzähle ich euch meine Meinung, warum ich dieses Gerät nicht mag, welche Alternative ich mir geholt habe und warum man Äpfel mit Birnen vergleichen kann. Und sicherlich werde ich auch eine Menge Shitstorm von den Makita-Fanboys hier kassieren. Die Keyboard-Helden werden schon die lange Seite ihrer Tastatur anschleifen und auch schon das Kabel der Maus zum Strick für mich vorbereiten. Aber es geht hier nicht darum, die Firma Makita schlecht zu machen oder dieses Gerät. Ich möchte euch nur meine Erfahrungen teilen, die ich über die Jahre gesammelt habe, warum ich mir dieses Gerät nicht mehr holen würde. Und dazu schauen wir uns das Gerät jetzt erstmal an. Die Makita RT0700C kommt mit 710 Watt und einer Leerlaufdrehzahl von 10 bis 30.000 Umdrehungen pro Minute. Dabei verfügt sie weder über einen Sanftanlauf noch über eine Motorbremse. Das Gerät verfügt über einen Ein- und Ausschalter. Dabei sei aber angemerkt, dass dies kein Sicherheitsschalter ist. Ist das Gerät eingeschaltet und der Stecker wird gezogen und wieder neu gesteckt, so läuft das Gerät von alleine wieder an. Eine Beleuchtung hier im Fräskorb sucht man leider vergeblich. Die Fräse bringt samt 2,60 Meter langen Kabel etwas mehr als 2 Kilo auf die Waage. Um einen Fräser zu montieren, öffnet man einfach den Spannhebel, zieht die Fräse aus dem Fräskorb raus, dann kann man den Fräser einstecken und mit dem mitgelieferten Mausschlüssel festziehen. Ja, dann steckt man einfach die Fräse wieder in den Korb rein und zieht den Schnellspannhebel wieder fest. Wenn man schnell die Höhe verstellen möchte, muss man ebenfalls nur den Schnellspannhebel kurz öffnen, die Höhe einstellen und wieder festziehen. Wenn man es aber ein bisschen genauer machen möchte, dreht man das Ganze auf den Kopf, öffnet es auch und kann es dann etwas feiner einstellen. Das Ganze ist aber irgendwie immer ein bisschen wackelig. Wenn man es richtig präzise einstellen möchte, kann man sich zum Beispiel zwei Bohrer zu Hilfe nehmen. Also alles in allem finde ich die Höheneinstellung der Maschine immer etwas hakelig. Kommen wir mal zum Handling. Die Maschine hat hinten diesen kleinen Knauf, wo man Tools wie einen Fräszirkel, tja, oder auch einen Parallelanschlag montieren kann. Das Ganze ist auch gummiert, aber irgendwie kann ich die Maschine nicht so richtig greifen. Ich weiß einfach nicht, wo ich das Teil genau anfassen soll. Greife ich hier hin, ist das im Weg? Greife ich dahin, ist das andere im Weg? Greife ich zu hoch? Eigentlich fühlt sich das Teil einfach nicht richtig in meiner Hand an. Und irgendwie habe ich dabei auch immer Angst, vorne in den Fräser zu fassen. Das Teil ist einfach nicht für meine Hand gemacht. Tja, bei der Absaugung bin ich irgendwie zwiegespalten. Wenn man die Absaugung montiert, ist es ganz cool, dass man durch dieses Plexiglas durchschauen kann. Schließt man dann aber auch noch einen Schlauch an, ja, dann ist es mit dem Kabel und dem Schlauch ehrlich gesagt wirklich super, super kippelig. Ja, das macht halt auch wirklich keinen Spaß mehr, damit zu arbeiten, weil man überall hängen bleibt. Die Auflagefläche der Maschine ist beim Fräsen wirklich sehr gering. Und dadurch ist das Ganze im Handling auch sehr, sehr kippelig. Man kann natürlich den Plastikring unten die 4 Schrauben abmachen und dann den Ring gegen eine längere DIY-Lösung austauschen. Und genau die Punkte, das schlechte Handling, problematische Feineinstellung der Höhe und auch das mangelnde Licht, die haben mich sehr, sehr lange davon abgehalten, diese Maschine überhaupt zu benutzen. Das muss ich sagen, ist doch wirklich sehr, sehr schade. Tja. Und ich kann mich noch ganz genau an den Tag erinnern, wo ich im Baumarkt stand und mir nämlich das akkubetriebene Gerät angeschaut habe. Aber die Kosten für den Akku, Ladegerät und das Gerät selber, die waren mir einfach zu hoch. Naja, damals habe ich auch hier ein Haus gebaut und da war die Knete ja auch nicht so dicke. Naja, eingangs sagte ich ja, Äpfel mit Birnen vergleichen. Ich habe mir relativ früh hier damals den DEWALT Akkuschrauber geholt. Und somit war ich natürlich auch hier im DEWALT Akkusystem. Aber ich glaube, damals gab es noch keine DEWALT Akkukantfräse. Deswegen habe ich mir jetzt was Neues geholt. Und da ich im DEWALT System bin, habe ich mir natürlich auch was geholt, was zu diesem Akkusystem passt. Jetzt mal Real Talk, Leute. Es geht hier nicht darum, Makita mit DEWALT zu vergleichen. Eine kabelgebundene Maschine mit einer Akkumaschine. Es geht hier darum, die Vorteile, die dieses akkubetriebene Gerät hat, euch aufzuzeigen. Und wenn du gerade vor der Kaufentscheidung stehst, welches Gerät soll ich mir holen, dann möchte ich gerne einfach diese Vorteile dir zeigen, damit du überlegst, ob es sich nicht vielleicht für dich lohnt, lieber ein akkubetriebenes Gerät zu kaufen. Die DEWALT 18 Volt Akkufräse wird mit 930 Watt ausgeliefert und hat dabei 16 bis 25.500 Umdrehungen pro Minute.
Dabei hat die Maschine leider keinen Sanftanlauf, aber eine Motorbremse. Die Drehzahl ist dabei stufenlos, aber spürbar mit Zwischenklicks in 7 Stufen einzustellen. Da das Gerät ja kein Kabel hat, muss der Akku an der Oberseite einfach eingeklickt werden. Durch eine Gummischutzschicht wird der Ein-Ausschalter vor unbeabsichtigten Schalten gesichert. Und hier ist es im Gegensatz zu Makita so, dass wenn man den Akku im laufenden Betrieb abzieht und neu aufsteckt, man den Schalter erst aus, dann wieder einschalten muss, damit die Maschine wieder läuft. Hier ist eine Sicherheitsfunktion also gegeben. Mit einem 2 Ampere-Stunden Akku bringt die DEWALT gerade mal 1,9 Kilo auf die Waage. Im Gegensatz zu Makita ist der Fräskorb mit 2 LEDs beleuchtet. Das macht das präzise Arbeiten schon deutlich einfacher. Um einen Fräser zu montieren, öffnet man erst den Schnellspannhebel, dann muss man die beiden Clips drücken und dann kann man auch einfach die Fräse aus dem Korb rausziehen. Legt den Fräser ein und kann mit der mitgelieferten Maulschlüssel einfach den Fräser festspannen. Ja, und dann packt man einfach die Fräse wieder in den Korb und schließt den Schnellverschluss wieder. Um die Fräse schnell in der Höhe zu verstellen, öffnet man den Schnellverschluss und drückt auf die beiden Hebel beim Herausnehmen. Und dann kann man den Ring, der für die Höheneinstellung zuständig ist, hier ganz einfach und schnell drehen. Dann setzt man das Ganze ein und macht den Schnellverschluss wieder zu. Ja, und der Ring hier ist auch das ganz Besondere an der Fräse. Denn mit diesem Ring kann man eine Feinjustage in der Höhe machen. Es geht natürlich, wenn die Fräse steht, wie auch im Überkopfbetrieb. Und hier könnte man natürlich auch theoretisch ein Höhenmesser nehmen, damit man das Ganze ganz präzise einstellen kann. Hier macht das Einstellen der Höhe wirklich richtig Freude. Beim Thema Handling muss ich sagen, ist diese Maschine wie für mich gemacht. Der Griff ist einwandfrei gummiert und der Umfang der Maschine ist deutlich größer. Und somit kann man das Teil wirklich super greifen. Dabei kann man im Prinzip auch gar nicht mit seinen Fingern in den Fräser vorne reingreifen. Beim Thema Absaugung bin ich ebenfalls wie bei der Makita zwiegespalten. Auf der einen Seite ist es zwar total super, dass die Absaugung nach oben geführt wird und die Maschine somit auch nicht kippelt und das Ganze auch nicht stört. Auf der anderen Seite ist die Absaugung oder diese Abschirmung auch so gestaltet, dass man auch nicht mehr wirklich richtig durchgucken kann. Und da bringt einem auch die beste Beleuchtung nichts mehr, wenn man durch dieses komische Glas nicht mehr richtig schauen kann. Was ich vorhin bei der Makita als DIY-Lösung angekündigt habe, gibt es hier schon direkt im Lieferumfang. Neben der kreisrunden Unterlage gibt es hier auch eine, die auf der einen Seite rund und auf der anderen Seite eckig ist. Und das erleichtert das Fräsen einer Kante enorm, denn man hat viel mehr Stabilität und Sicherheit bei der Führung, da man einfach auf der Brettseite einen Druck ausüben kann, was Verkippeln verhindert. Zum Abschluss noch ein Vergleich der Lautstärke. Aber hört selbst! Jetzt sehen wir beide Kandidaten gegenüberstehen und ihr seht natürlich, die Makita ist ein deutlich kleineres Gerät. Und das ist auch das Problem, warum sie mir nicht so gut in der Hand liegt, weil sie natürlich auch vom Umfang halt viel kleiner ist. Die DEWALT ist größer und dadurch ist auch der Umfang zum Greifen auch größer. Und deswegen liegt mir dieses Gerät besser in der Hand. Dabei ist es aber erstaunlich, dass die DEWALT sogar mit dem 2 Ampere-Stunden Akku sogar noch ein paar hundert Gramm leichter als die Makita mit dem Kabel ist. Lohnen tun sich aber eigentlich nur wirklich die Sets. Na, sind wir beim Setpreis bei der Makita bei roundabout 180 und bei der DEWALT, da wird es preislich dann schon echt interessant, bei 280 Euro. Damit wir jetzt aber auch mal Äpfel mit Äpfeln vergleichen können. Und dann stellen wir uns vor, dass jetzt hier das Makita Akkukantfräsen-Pardon stehen würde. Da reden wir beim Setpreis von 220 zu 280 Euro. Und der Preis ist natürlich dann schon relativiert. Die anderen Akkukantfräsen werden sicherlich auch eine LED-Beleuchtung und eine Motorbremse haben. Von daher denke ich mal, dass die Geräte alle ungefähr auf demselben Niveau sich bewegen. Wenn du jetzt überlegst, dir so ein Gerät zu holen, ich persönlich würde dir dazu raten, hol dir lieber die Akku-Version. Die Dinger sind vom Handling besser und haben auch viel mehr Feature. Wenn du die Kohle aber nicht hast, tja, dann hol dir die kabelgebundene. Aber dann muss ich dir sagen, gibt's von der Makita mittlerweile auch Klone, von Katsu, Wevor und wie die nicht alle heißen, die sind nochmal deutlich günstiger und funktionieren genauso gut. Wenn dir dieser Vergleich geholfen hat, dann würde ich mich über ein Like echt freuen und dann bin ich mir auch sicher, dass das Video hier auch was für dich ist. Ansonsten bedanke ich mich für eure Aufmerksamkeit und verbleibe bis dann. Ciao, ciao und bis zum nächsten Mal.